Bienvenida a Barcelona, doctora Doiblek-Mellin. La hemos invitado el Festival de Cine Judío de Barcelona, el Goethe-Institut y la Universidad Pompeu Fabra para hablar de Fritz Bauer, el fiscal que removió las conciencias en la Alemania de los años 60. ¿Qué lecciones podemos extraer para nuestro presente y nuestro futuro de lo que pasó con Fritz Bauer en los años 60? Ich bin sehr gerne hierher nach Barcelona gekommen und habe mich natürlich auch gefragt, was kann Fritz Bauer in der heutigen Zeit für die katalonische und die spanische Situation bedeuten? In Deutschland war er einer der führenden Juristen der 50er und 60er Jahre, die es damals sehr schwer hatten, weil die Bereitschaft der Gesellschaft und der Politik eigentlich nicht vorhanden war, sich mit den Verbrechen der Nazizeit und mit der Verantwortlichkeit der Verbrecher so richtig auseinanderzusetzen. Dafür hat Fritz Bauer gekämpft und er wollte, dass den Opfern und ihren Angehörigen Gerechtigkeit zuteil wird. Das haben wir heute alles, Gott sei Dank. Aber ohne Fritz Bauer und ohne seine Tätigkeit, auch nicht ohne seine Tätigkeit für den Auschwitz-Prozess, wären wir in der deutschen Auseinandersetzung mit der Geschichte und damit auch mit der Anerkennung der Deutschen als gute Nachbarn in Europa nicht so weit, wie wir heute sind. Ha hecho usted referencia a Cataluña y a España. En estos momentos hay un importante debate que muchas veces mira al pasado, mira a la historia, y España se presenta como la nación más antigua de Europa, Cataluña también mira a la Edad Media. En cambio, no hemos tenido mucho éxito ni en Cataluña ni en España a la hora de mirar al pasado reciente, a la dictadura franquista. ¿Por qué cree usted que deberíamos enfrentarnos al pasado, a la dictadura franquista? ¿Qué lecciones podríamos aprender de enfrentarnos a nuestro pasado reciente? Es ist furchtbar schwer, als jemand, die von außen kommt, zu sagen, man kann aus einer Diskussion eines Landes Schlussfolgerungen für die Diskussion oder das Verhalten in einem anderen Land ziehen. Ich weiß das, weil die Auseinandersetzung mit der Geschichte ja in jedem Land anderen Überlegungen und auch anderen Gesetzen folgt. Nehmen Sie Frankreich und seine Auseinandersetzung mit Pétain als Beispiel. Oder nehmen Sie China oder Japan als Frage, wie setzt man sich dort mit der Geschichte, mit dem Leiden der Bevölkerung, mit den Verbrechen auseinander, die es gegeben hat. Ich kann nur berichten, wie wir das in Deutschland versucht haben. Die ersten zwei Jahrzehnte war es sehr schwer, weil, wie gesagt, eine bleierne Zeit herrschte und im Grunde genommen die Bereitschaft nicht vorhanden war, sich mit der Vergangenheit und den Verbrechen auseinanderzusetzen. Das war sehr verständlich, weil wir ja keinen Wechsel der Eliten hatten. Und sowohl in der politischen Elite wie auch in der Elite der Richter und Staatsanwälte hatten wir sehr viele, die in das Nazi-Unrecht verstrickt waren und die deswegen alles getan haben, um zu sagen, ach, das war nicht so schlimm oder es war ganz anders oder es war sogar gerechtfertigt, das gab es alles. Wir hatten dann in den 60er Jahren eine Art von Aufbruch der jungen Generation und in dieser Zeit war auch die Möglichkeit, durch den Auschwitz-Prozess für alle Welt und für alle Deutschen klarzumachen, was Holocaust, was Shoah, was das industrielle Ermorden von Minderheiten wie der jüdischen Bevölkerung Europas bedeutete. Hinterher war Deutschland nicht mehr das Gleiche. Hinterher konnte keiner mehr sagen, das war nicht so. Fritz Bauer hat noch in anderer Weise geholfen. Er hat mit seinen juristischen Möglichkeiten schon Anfang der 50er Jahre die Elemente eines verbrecherischen Staates, wie es der faschistische Staat in Deutschland war, herausgestellt und dann auch juristisch klargelegt, warum gegen einen solchen verbrecherischen Staat Widerstand nicht nur gerechtfertigt, sondern notwendig ist. Er hat es getan, um auch die Menschen, die Widerstandskämpfer des 20. Juli und andere Widerstandskämpfer endlich in den Stand zu versetzen,
dass die Menschen erkennen, was sie waren, nämlich anständige Deutsche in einer schrecklichen Zeit. Und das Widerstandsrecht heute zur Demokratie, zur rechtsstaatlichen Demokratie gehört, verdanken wir auch Fritz Bauer. Heute steht das in der deutschen Verfassung. Esa generación de jóvenes que toman conciencia política en los años 60 toman también el poder a finales de los años 90 y empieza a transformar la imagen que tenía Alemania en el exterior y también comienzan a dar más color a la vida política que había en Alemania. Esa es la impresión, al menos, que muchos de los que conocimos Alemania en esos años nos llevamos. Me gustaría preguntarle, ¿cuál cree usted que sería la impresión que se llevaría una joven estudiante catalana que hoy llegase a Alemania? Also, in der Tat ist es so, dass Deutschland heute entspricht dem Deutschland in den 50er und 60er Jahren in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht. Auch in der DDR war das völlig anders, als die Lage heute ist, gar keine Frage. Ich habe den Eindruck, dass Deutschland heute ein rechtsstaatliches, ein offenes Gesellschaftssystem hat. Leider Gottes auch Rechtsextremisten, leider Gottes auch Menschen, die in einer anderen Weise nicht demokratisch denken. Insofern muss man immer wachsam bleiben. Aber insgesamt bemühen sich die Deutschen, gute Nachbarn zu sein, eine offene Gesellschaft zu haben und die Menschenrechte achten wollen. Und ich glaube, das ist ein sehr erfreulicher Zustand. Wenn ich in unsere Geschichte zurückblicke, hatten wir den nicht häufig. Muchísimas gracias, doctora Däubler-Gmelin, por esta conversación. Muchas gracias, encantada.